Willkommen beim 24-Stunden-Nachrichten-Kanal. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Auf der Bühne stehen die beiden schon seit einigen Jahren und kennen sich auch schon daher einige Jahre. Bei der Schlager-Strandparty dürfte es jetzt bei Beatrice gefunkt haben. Ihre Augen strahlen und ihre Mundwinkel gehen nach oben bei seinem Anblick und sie bekommt ganz feuchte Augen, wenn sie in seine Richtung schaut. Es wurde ein gemeinsamer Song gesungen, wo die beiden über ihr erstes Date berichtet haben und wie alles gelaufen ist mit Blumen und bei Kerzenlicht. Nur leider wird es bei dem gemeinsamen Song bleiben und das kann sie leider nicht ändern, aber sie ist trotzdem verliebt, weil die Homosexualität von Eloy de Jong lässt leider eine echte Liebe nicht zu, das würde nie gut gehen. So sieht die harte, ungeschminkte Wahrheit aus, aber ihr Herz weiß das leider nicht. Die vielen Schmetterlinge im Bauch werden nicht weggehen, auch wenn sie ihn beim Küssen mit Männern sieht. Ihre Liebe ist wirklich stark, aber mehr als Freundschaft kann und wird Eloy de Jong nicht hergeben können, weil er nun mal nichts für Frauen empfinden kann, außer die Freundschaft, die die beiden schon lange haben, aber sie gibt nicht auf, die Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenn er ihr schöne Augen macht. Wir wünschen ihr, dass sie endlich den Richtigen finden kann und auch in einen Mann verliebt sein kann, der die Liebe auch erwidern kann und will. Bis dahin freuen wir uns über dein Gefällt mir auf das Video, da freut sich auch Bea.